Ahoi, liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gepi und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von Gefährliches Halbwissen. Heute Friedrich Nietzsche und dann im Anschluss also sprach Zarathustra so sein wichtigstes Werk, würde ich mal sagen. Wer war Friedrich Wilhelm Nietzsche, ein deutscher Philosoph? Und was besonders war, waren zum einen seine Werke, er hat doch sehr viel geschrieben, sehr dicht, sehr viele philosophische Aussagen darin getätigt und er hatte so diese One-Liner, ja. Er hatte viele Sprüche, die man vielleicht heutzutage noch kennt. Wer von seinem Tag nicht zwei Drittel für sich selbst hat, ist ein Sklave. Oder wer ein Warum hat, dem ist kein Wie zu schwer. Also wenn ich weiß, warum ich etwas tue oder ein Ziel habe, dann suche ich mir auch, wie ich das irgendwie erreiche oder wie ich das schaffen kann. Oder Gott ist tot, was zum Teil bis missinterpretiert wurde. Aber dazu kommen wir dann bei Also sprach Zarathustra. Warum das Ganze? Ich habe als Kind so bis ich 12, 13 war nie Musik gehört und dann tatsächlich so mit Metal, Heavy Metal angefangen. Unter anderem mit Marilyn Manson und war da immer sehr begeistert von generell Lyrik, von Texten, die so Musiker geschrieben haben. Manson nannte so Leute, die ihn hier irgendwie beeinflusst haben, nannte er Dante, Marx, Dante, göttliche Komödie, hat mir meine Freundin hier eine Spezialausgabe geschenkt. Ich habe jetzt auch von den Nietzsche-Büchern teilweise immer mehrere, weil ich da früher mit Reklam angefangen habe und dann irgendwann will man das doch irgendwie in einer schönen Ausgabe haben. Marx habe ich damals auch versucht, mich damit zu beschäftigen, da kam ich so gar nicht weiter. Dante ging und Nietzsche ging zum Teil, dazu kommen wir noch. Ich wollte mich dann eben unter anderem mit Nietzsche beschäftigen und da, ja, in der höheren Schule, als es so angefangen hat, da geht man dann, ich glaube mit 15 fängt man da an, also 8 Jahre Grundschule und dann geht man in eine höhere Schule mit dann Abiturabschluss. Und dass ich mich damit richtig beschäftige, habe ich so das Thema Nietzsche und so immer wieder genommen für zum Beispiel eine Buchbesprechung. Oder wir mussten dann schon relativ früh sagen, was wir als Abiturarbeit machen wollen und sollten dann mehrere Jahre hinarbeiten. Dazu kam es dann nie, also Matura halt in Österreich oder Abitur in Deutschland und habe dann auch dort Nietzsche genommen, weil ich mir dachte so, okay, gut, dann musst du dich damit beschäftigen. Was dazu führte, wir hatten damals einen Lehrer, der wäre gern Professor auf einer Uni gewesen, der hat er nicht geschafft. Also hat er uns irgendwie hier genervt. Und zwar hatte der Anforderungen damals, wo es noch kein Wikipedia gab und Internet sehr begrenzt war, mussten wir da regelmäßig in die nächste größere Stadt fahren, da fast eine Stunde hin und dort zu Bibliotheken gehen und versuchen hier Bücher auszuleihen, wo es immer wieder hieß, das dürfen eigentlich nur Studenten, ihr dürft euch das gar nicht ausleihen. Gerade ich mit Nietzsche kam da zu unglaublichen, also Bibliotheken, die unglaublich versteckt waren, das weißt du nur, wenn du auf dem Unicampus bist und musst du dort betteln, dass sie mir da irgendwas geben und auch die Anforderungen waren dort viel zu hoch, aber zum Glück ging es mit dem Lehrer dann eh nicht weiter. Ich habe damals dann auch versucht, der Antichrist zu lesen. Ich kann mal die Nietzsche-Bücher hier runtergeben für die, die das Ganze auf YouTube sehen. Also das ist Dante, wo haben wir Dante? Göttliche Komödie, das war auch süß, oder? Und Nietzsche, was haben wir hier? Also sprach Zarathustra aus Reklam, die Geburt der Tragödie und... Ah, das ist eine Zusammenfassung, der Antichrist, Eco Homo. So, hier, das sind gleich drei Bücher in einem. Alles klar. Ich habe dann mit der Antichrist angefangen, das ist ein späteres Werk, da war Nietzsche schon etwas geistig umnachtet. Und ja, da merkt man ihm an, wie er geschrieben hat, damit kam ich als 15-, 16-Jähriger überhaupt nicht klar. Andere Teile gingen. Ja, und dann hat mich das Ganze so beeindruckt und wie ich zu Nietzsche stehe und dann vielleicht auch zu anderen Personen oder zu seinen Aussagen generell. Es kann mich etwas faszinieren und trotzdem stehe ich nicht hinter diesen ganzen Aussagen. Und bei Nietzsche sehe ich da gewisse Teile sehr interessant, aber da kann ich auf keinen Fall menschlich oder in unserer Gesellschaft dahinter stehen, aber es hat mich trotzdem so geprägt oder so fasziniert,
Ich schreibe inzwischen auch Bücher, versuche noch immer einen Agenten und einen Verlag zu finden. Und dort nimmt eben auch Nietzsche gerade in einem Buch mit Zarathustra ganz viel Einfluss. Also wie ist das, wenn man das ansieht, als würde das gehen, was er hier versucht zu sagen? Und wie ist es, wenn sich eine ganze Fraktion danach bildet, nach den Aussagen, die hier Nietzsche getätigt hat, beziehungsweise die in Also sprach Zarathustra drinnen stehen? Zur sozialen Situation und Gesellschaft von Nietzsche. Er hat gelebt von 1844 bis 1900. Sein Vater war Pfarrer und starb mit 1849, also bereits nach 5 Jahren. Dann musste er mit seiner Mutter, mit seiner Schwester in eine Frauenanstalt. Da geht man hin, als ledige Mutter mit Kindern. Aber auch die Großmutter, Tanten. Also, hat eben hier ja unter ärmlichen Verhältnissen gelebt. Erst eine Hinterlassenschaft von der Großmutter hat dann dazu geführt, dass die Familie wieder ja, alleine leben konnte, also aus diesem Frauenhaus ausziehen konnte und doch ein bisschen besser gestellt war. Er war dann auf einer Knabenschule und er war ein Einzelgänger. Man kann sagen, sein Leben hat angefangen, wie es tatsächlich dann auch geendet ist. Also er ist hier. Ja, also war hier bei seiner engsten Familie und er ist dann in die Knabenschule gegangen, war dort Einzelgänger, also er war in seiner Familie und hatte keine Freunde, hat keinen Anschluss gefunden. Es war so schlimm, dass er dann in eine andere Schule musste und prinzipiell, ich würde mich jetzt niemals mit Nietzsche vergleichen, aber ich bin mir sicher, ich bin ein sehr kreativer Mensch und ich habe das schon während meiner ganzen Schulzeit gemerkt, dass wenn du mit kreativen Lösungen kommst, wenn du mit anderen Ansichten kommst, dann haben ganz viele Lehrer so überhaupt kein Verständnis und viele andere Schüler, die einfach hier selten so weit gebildet werden oder um die man sich so weit kümmert, dass sie eben freier denken können, auch nicht. Also ich bin da immer wieder mit Lehrern angeeckt. Wenn ich hier mal sogar in Mathematik einen anderen Ansatz gebracht habe, der stimmt, oder in Informatik, der ging gar nicht. Auch wenn Lehrer sogar gesagt haben, hey, bitte seid mal kreativ. Ja, unser Betriebswirtschaftslehrer meinte so, ja, denkt euch, ihr macht dann Vortrag über Wirtschaft, denkt euch was Kreatives aus und ich mache was Kreatives. Ja? Und er reflektiert sogar darauf und gab mir, also es ging nur darum, dass derjenige, der das sieht, sofort eine Emotion dazu haben soll. Und genau das hat er und hat es sofort schlecht bewertet, etwas, eine Emotion, dass er eine Emotion hatte. Er wollte gar nicht getriggert werden. Viele können Kreativität nicht erkennen, wenn du sie mit der Nase drauf knallst. Also Nietzsche tat sich hier sicherlich schwer mit so extremen philosophischen Ansätzen, die er dann später hatte, mit so einem Gedankenkonstrukt im Kopf in einer normalen Schule zu sein, wo die Leute einfach weniger gefördert werden, wo es darum geht, du lernst lesen, schreiben, rechnen, ja, und dann machst du deinen Lebensweg weiter. Er kam dann in eine höhere Schule, und zwar in ein Gymnasium von Naumburg, und hier hatte er dann die ersten Freundschaften und diese Freundschaften, die baute er immer weiter aus. Er hat dann klassische Philologie studiert, das ist die Lehre von Latein und Altgriechisch. In seiner Freizeit hat er sich mit Dichtung und Komponieren befasst. Also er geht hier in verschiedene Richtungen. Er geht hier in wissenschaftliche Richtungen, er geht in Kunstrichtungen und ging dann auch in die Philosophie. Er hat ein Problem mit Mathematik. Ja, das ist oft so, dass die Leute das eine gut können und das andere eben dann nicht. Aber ein Professor meinte so, hey, lass den durch, weil der ist sonst so begabt. Und hatte dann auch Idole, da ganz vorne gehören Wagner und Schopenhauer dazu. Und hatte hier immer mehr Freundschaften aufgebaut. Zumindest wenn man so recherchiert, kann man hier lesen, dass Nietzsche hier mehrere Freundschaften über diese Jahre aufgebaut hat. Ich habe aber auch Briefe von Nietzsche gelesen an seine Freunde. Das würde ich wieder nicht als Freund bezeichnen. Ja, teilweise sind die sehr distanziert, das ist ein Austausch auf einer intellektuellen Ebene, aber so eine Freundschaft, du, mir geht's heute schlecht, geh mal auf ein Bier, also sowas war da glaube ich nicht drinnen, wo man über Privates redet. Bei einigen, wo man jetzt Briefe hat, es kann teilweise auch anders gewesen sein, ich würde das nur, Nietzsche hat Freunde, dieses Thema sehr vorsichtig behandeln. Er wurde dann sofort außerordentlicher Professor in der Universität von Basel. Also war wohl einfach richtig gut, hatte richtig gute Noten, was ihm Sprache betrifft, was seinen Kernbereich betraf.
Und war dann nur relativ kurze Zeit auf dieser Universität. Prinzipiell, er war dann im Krieg, hatte dort einen Reitunfall, hat in jungen Jahren Syphilis, an der leidet er sein Leben lang und stirbt dann in geistiger Umnachtung. Also er wurde dann immer mehr und mehr geistig umnachtet. Seine philosophische Welt, und das ist jetzt eine Mutmaßung von mir, aber das darf ich auf diesem Kanal so machen. Würde ich jetzt eine wissenschaftliche Arbeit machen, würde ich das nicht tun. Aber ich kann mir das so vorstellen. Nietzsche hat, also was Nietzsche gemacht hat, war unglaublich viele One-Liner rauszuhauen. So, wenn ihr euch Schwarzenegger vorstellt, der ist der König in Hollywood, der immer so einen doofen Spruch nach dem anderen raushaut. Nietzsche hat das natürlich anders gemacht, aber der hat einfach seitenweise, kapitelweise, wo fast jeder Satz wirklich schwanger von Philosophie ist. Ja, also wirklich prall gefüllt mit Philosophie, wo jedes Wort eine Bedeutung hat. Und das schaffst du ganz schwierig als Philosoph, dass du ständig so extreme Aussagen tätigen kannst und das in dieser hohen Frequenz und dann noch in dieser Qualitativität. Ja. Und bei Nietzsche glaube ich, dass der ist und hat in seiner Welt gelebt. Der hat sich immer mehr so seine eigene Welt aufgebaut, wo einfach seine Philosophie dann geherrscht hat. Und dann schaffst du das auch, wenn du diese ganze Welt konstruierst, einfach ständig rauszuhauen, was du da dazu zu sagen hast. Also der hat teilweise Bücher auch sehr schnell geschrieben, weil er das alles schon in seinem Kopf hat. Und so wie Nietzsche irgendwie, wie man ihn psychisch einschätzen könnte, kann ich mir das gut vorstellen, dass er einfach rund um die Uhr an dieser Welt in sich da irgendwo gebastelt hat. Da muss man dann auch Sachen ändern, ja, die hast du nicht sofort. Und deswegen, Nietzsche lässt sich hier nicht in irgendwelche Kategorien oder so zwängen, sondern das musste eben alles erst so richtig aufgebaut werden. Diese ganzen Sachen wurden viel radikaler, ja, mit der Zeit wurden seine Aussagen, seine Werke immer radikaler, seine Ansicht immer radikaler und er begann sich dann von seinen Idolen zu distanzieren. Er hat was von Wagner gehört, was Neues, und sagt ja, nee, dat, oder von Schopenhauer, gefällt ihm jetzt nicht, okay, dann ist er gleich dagegen. Es gab dann Nietzsche kontra Wagner, schreibt das und gab ein Buch darüber und bricht hier wirklich einfach mit seinen Idolen und sagt, ich weiß das besser. Er hat extreme Kritik geäußert. Wenn ihr Götzendämmerung durchlest, die ich jetzt gerade nicht bei der Hand habe, das ist einfach eine Aneinanderreihung von Kritiken. Und sogar wenn er sagt, oh, die Deutschen, was ist denn toll an die Deutschen, und da kommt was Positives, kommt sofort danach wieder Kritik. Diese immense Kritik hat natürlich auch dazu geführt, dass sich seine Freunde irgendwann, oder diese Radikalisierung, dass sich die dann distanziert haben. Also entweder hat Nietzsche mit Leuten gebrochen oder Freunde sind hergegangen und gesagt, hey, sorry, vor dir muss ich mich nicht distanzieren, das ist mir einfach zu radikal. Dann ging er immer mehr in diese geistige Umnachtung, in diese psychischen Störungen rein, und da muss man sich auch überlegen, wann hat er welches Werk geschrieben. Ja? Also Antichrist war dann doch später, dann, mit dem soll man vielleicht nicht anfangen. Für mich war es damals definitiv zu schwierig, aber man muss die Werke immer in Bezug von seinem geistigen Gesundheitszustand sehen. Er dürfte in seiner geistigen Umnachtung dann so helle Momente gehabt haben, dann hat er wieder was geschrieben, aber das ist alles mit Vorsicht zu genießen, ob das alles dann ineinander greift. Dazu müsste man dann doch über längere Zeit wieder so seine hellen Momente haben. Nietzsche wird zum Einzelgänger und zelebriert das auch noch. Das heißt, ja, er hatte diese Zeit mit diesen Freunden, dann hat er gebrochen oder sie mussten sich distanzieren. Er wird zum Einzelgänger und schreibt sich das quasi auf die Fahne und sagt so, ja, nee, eigentlich will ich das. Ich bin so der Philosoph, der alleine gegen alle kämpft. Ja, das kennen wir. Viele Leute, die es sozial nicht schaffen, sagen dann, sie sind die einsamen Ritter, die gegen alle kämpfen, und nur sie tragen die Wahrheit in sich. Nietzsche wird von seiner Mutter und von seiner Schwester gepflegt. Also in der geistigen Umnachtung musste er dann, war dann nicht mehr fähig, irgendwas zu machen. Er war schon schnell nicht mehr fähig zu arbeiten. Hatte dann so Leute, die ihn bezahlt haben für seine Bücher. Teilweise gab es da kaum Auflagen, ja, irgendwo gab es nur mehr 40 Auflagen, aber er hat immer Leute, die ihn gefördert haben, dass er zumindest über die Runden kommt. Und dann endet er alleine in geistiger Umnachtung bei seiner Familie, zuerst seine Mutter und dann bei seiner Schwester. Das heißt, er hat bei seiner Familie angefangen, war ein Einzelgänger, hatte Freunde, wurde wieder zum Einzelgänger und lebt dann wieder bei seinen
bei seiner Familie und stirbt dort auch. Also es ist wirklich so, es fängt an, baut sich auf und hört dann wieder genauso auf, wie das ganze Ding angefangen hat. Das Problem, Frauen, ja, er hat eine sehr fragwürdige Ansicht zu Frauen. Gut, im 19. Jahrhundert war das auch anders, das muss man eben schon irgendwie noch zugute rechnen. Aber wenn man hier recherchiert, es geht auf eine Frau, auf eine Liebe raus, alles andere, er war sicher kein Womanizer, alles andere dürfte nicht so wichtig sein und dort habe ich unterschiedliche Informationen, das mag jetzt sein. Also, er war verliebt wohl, also hier steht, gut, er sah sie so als wie jemanden, den er fördern könnte, dann war er aber verliebt. Dann gibt es Quellen, die sagen, sie war schon irgendwo verliebt, dann hat wohl jemand intrigiert. Und es gibt auch Quellen, die sagen, naja gut, eigentlich war die nie verliebt und hat dann sogar jemanden genommen, der so sein Nebenbuhler war. Also im Großen und Ganzen kann man sagen, diese Liebe blieb mehr oder minder irgendwie unerwidert und die dürfte entweder das Frauenbild von Nietzsche sehr geprägt haben oder die Art und Weise, wie Nietzsche schon zu Frauen gestanden ist, hat eben diese Beziehung nicht zugelassen, weil diese Frau vielleicht gesagt hat, hey, sorry, aber das ist schon, du hast so viele radikale Ansichten, dass der hat ja bei den Frauen nicht aufgehört. Aber ja, wäre vielleicht doch gern geliebt worden. Und da ist ein Ausspruch, der mir schon in der Jugend ja, sehr stark aufgefallen ist. Alles am Weib ist ein Rätsel und alles am Weib hat eine Lösung. Sie heißt Schwangerschaft. Das ist sehr pauschalisiert und sicher auch gemein. Aber ja, es gibt immer wieder diesen Punkt, dass vielleicht Frauen mehr als Männer, aber immer wieder mal Leute sagen, boah, unsere Beziehung passt nicht mehr so, machen wir mal ein Kind, ja, dann wäre alles gut, weil Kinder kitten ja Beziehungen. Wir haben dann in der Schule schon die ersten Leute gehabt, die schwanger waren, so, ja, Freund kurz kennengelernt und dann ist das Mädchen schon schwanger, klar, bleibt man mit der Person dann 40 Jahre zusammen, man streitet sich zwar regelmäßig und kommt nicht durch die Schule, aber das wird schon passen. Also, ja, das kann man nicht so, den Satz kann man auch nicht so einfach wegdrücken, ja, wir hatten auch dann auch im Studentenheim eine, da habe ich mal einen YouTube-Bericht darüber gemacht. Da kam dann ein Fernsehsender und hat gesagt, oh mein Gott, sie sind alleinerziehende Mutter, die Männer haben sie verlassen, Männer sind so schlecht. Die war im Studentenheim und wollte geschwängert werden. Ja. Dummerweise hat sie das den Leuten gesagt, die haben dann die anderen gewarnt, aber die ist wirklich dorthin mit dem Ziel, hey, irgendwer muss mich schwängern und dann aushalten. Und dann lebe ich halt so dahin, Hauptsache ich habe Kinder und der Mann kümmert sich um mich. Also ich habe das tatsächlich des Öfteren in meinem Leben erlebt, aber mit dem Feminismus, mit der Gleichberechtigung der Frau oder der Weiterentwicklung der Frau in der Gesellschaft ist es natürlich auch oft so, dass Frauen sagen, hey, ich will keine Kinder, der Mann lieber Kinder hat. Ich würde es auch nicht so auf die Frau beziehen, ja, aber so, wir werden mal schwanger, das ist sicher ein wichtiger Punkt. Gut, Philosophie von dem lieben Nietzsche. Er hatte Vater, der war Pfarrer, der ist aber relativ früh gestorben, also wie viel Einfluss der hatte, sei dahingestellt. Nietzsche lässt sich nicht in eine philosophische Kategorie zwängen, ja, und das ist halt ganz schwierig, weil Nietzsche hier aus verschiedenen Teilen kommt. Ich lese euch gleich mal das vor, was Wikipedia geschrieben hat. Nietzsches Herangehensweise an die Probleme der Philosophie ist teils die des Künstlers, teils die des Wissenschaftlers und teils die des Philosophen. Und das ist großartig, ja, also das spricht mir aus der Seele. Ich finde gerade zum Beispiel Physik und Philosophie sind zwei Sachen, die sich wunderbar ergänzen. Also du kannst wunderbar Wissenschaft hernehmen, dort irgendwelche Grundsätze, Gesetze hernehmen und dann wieder in der Philosophie etwas damit machen oder auch in der Kunst, in der Kreativität. Es sind drei Begriffe, die einfach viel enger zusammengehören sollten, nur für viele nicht so greifbar sind. In der Wissenschaft gehst du natürlich her und sagst, okay, du brauchst immer empirische Beweise, du musst etwas strategisch aufbauen, du musst immer Gegenversuche machen. Also du kannst dich künstlerisch wirst du wieder mit sehr viel Kreativität arbeiten, philosophisch brauchst du eine Aussage zur Gesellschaft, die wir heutzutage haben. Also du näherst dich hier an sehr vielen verschiedenen Punkten, aber die ich alles sehr spannend finde, deswegen hat mich Nietzsche auch so fasziniert. Deswegen dachte ich mir mit 15 auch, oh mein Gott, ich muss mich jetzt mit Nietzsche beschäftigen, koste es, was es wolle. Er keine klare Struktur, das mag beabsichtigt, steht, es mag beabsichtigt gewesen sein. Ich glaube, er hat auch Widersprüche. Ich glaube, der hat sich so seine Welt erschaffen. Ja?
darf das auf den Kanal, der als gefährliches Halbwissen, also kommt schon, was wollte. Das heißt, er hat sich so seine Welt erschaffen und dort seine Philosophie, seine Weltordnung zurechtgelegt, gesagt, die Griechen haben das besser gemacht und heutzutage macht man so viele Fehler mit seinen Zentralthemen, der funktioniert alles nicht, und da hat er sich so seine perfekte Welt geschaffen und irgendwann vielleicht immer weiter darin zurückgezogen, ja. Auch Tolkien hat sein Universum erschaffen, ja. Und du kannst selten einfach so viele Hintergründe und so raushauen, wenn du dich hinsetzt und sagst, so, ich schreibe jetzt 8 Stunden, 40 Stunden die Woche, 8 Stunden am Tag, und dann war es das wieder. Das sind Welten, an denen du ständig arbeitest. Bei Tolkien hieß es, ja, der war im Weltkrieg und lag die ganze Zeit, oder wenn er mal im Schützengraben lag und Zeit hat, der hat dann wieder aufgeschrieben, was er nicht irgendwo in seine Welt einbaut. Das hat auch für mich alles beim Bücherschreiben verändert, wo ich einfach das erste Mal noch vor Smartphone von einer Freundin so einen Blog bekommen habe und sie sagte, ich habe ihr das mal erzählt, ich habe da so Ideen, und ja, die verblassen wieder. Und sie meinte, schreib dir mal alles auf. Und wenn du ständig am Aufschreiben bist, lebst du auch immer ständig irgendwie in diesen Welten, die du kreierst. Und das muss ja Nietzsche gemacht haben. Der hat so unglaublich viel ausgesagt. Das heißt nicht, dass du lebensunfähig bist, sondern du weißt schon, das ist eine Welt in deinem Hinterkopf, die du irgendwie immer weiter generierst. Deswegen verändert sich die auch. Du musst die auch verbessern, erweitern, anpassen. Du kommst drauf, da ist mal ein Fehler. Und das zeigt auch dann klar, dass er sagt, naja, okay, da ist ein Widerspruch. Naja, okay, man kann ihn nicht so wirklich in klare Strukturen lenken. Aber er kann einfach verdammt viel darüber aussagen. Teilweise fehlt ihm meiner Meinung nach auch der Zugang zur Welt, sondern er macht sich dann einfach und hat einfach eine sehr radikale Ansicht. Aber ja, ich würde sagen, in diese Welt hat er sich dann in seiner geistigen Umnachtung vielleicht vollends geflüchtet. Vielleicht war er dort glücklicher. Veränderungen, ja, und also er hat sich eben wirklich verändert und ist wirklich radikaler und radikaler geworden. Die Kernthemen sind Moral, Religion, Philosophie, Wissenschaft, Kunst. Ja. Wissenschaft, Philosophie, Kunst haben wir schon besprochen, das passt ganz gut zusammen, meiner Meinung nach. Es ist vollkommen okay, wenn andere Philosophen sagen, nee, das hat überhaupt nichts miteinander zu tun, ja, das musst du alles trennen. Politik kannst du natürlich auch noch einbauen. Ja. Religion ist natürlich ein gefundenes Fress. Ja. Wir haben sehr viel Mythologie da drinnen, da geht es teilweise sogar um so Ansätze von Philosophie. Und dann haben wir natürlich die Kirche, was macht die draus? Religion ist natürlich ein gefundenes Fressen für einen Philosophen, das ist nicht schwierig. Und dann Moral. Moral ist definitiv ein Kernthema, auch im Also sprach Zarathustra. Diese Reklam-Bücher sind ja furchtbar. Na, ist ja toll, dass es das in Reklam und so klein gibt. So, dort sagt er so, die Waffe der Dummheit. Die Moral ist die Waffe der Dummen, um die Intelligenten in Zaum zu halten. Gut, das würde voraussetzen, dass die Dummen die Moral erfunden haben. Das glaube ich ihm nicht. Aber die Idee ist die, wir haben hier einen menschlichen Teil, ja, die sind einfach intelligenter, besser, mächtiger, haben mehr Geld, und wir haben die unten. Und Nietzsche sagt so, naja, wenn wir jetzt Empathie empfinden und die irgendwie mitziehen, dann halten wir uns selbst zurück. Also diese Moral ist einfach nur dafür da, dass die Mächtigen, die Intelligenten zurückgehalten werden und dass die anderen, dass denen irgendwie gut geht. Was eben ganz schwer so in Richtung Arier geht, ja, und in Richtung Hitler-Faschismus, dass man hier eben sagt, ja, wir sind die Königsrasse, die unten dürfen uns maximal hier noch dienen. Nietzsche geht aber da tatsächlich noch einen Schritt weiter. Also, das kann ich so überhaupt nicht sehen. Ja? Also, im Gegenteil, auch jede Unterschicht oder jeder Mensch, der nicht so intelligent ist, kann dir wieder auf eine andere Art und Weise irgendwo Benefit geben oder dir ermöglichen, dass du ihm deine Kunst machst und die dann konsumiert, dafür kauft er sie, dafür kriegst du Geld und kannst wieder was weiter tun. Also, das ist schon eine sehr eingeschränkte Ansicht, wenn ich sage, das, was ich gut kann, das ist das Richtige, das ist die Oberrasse und die anderen nicht. Weil dafür konnte er andere Sachen nicht so gut, ja, oder hatte ein schlechtes Immunsystem, was auch immer. Es ist immer interessant, wenn Menschen sagen, das, wo ich gut bin, ja, das ist das, was das Wichtigste sein soll, und das, wo andere gut sind, das ignoriere ich. Müsst ihr euch mal vorstellen, auch wie das für einen dummen Menschen ist, der erkennt, dass er dumm ist.
Und du kannst nicht einfach schnell was dagegen tun. Ein Schwacher kann auch nicht schnell was dagegen tun, wenn er verprügelt wird, sich das anders denken. Ja? Man kann hergehen und sagen, dort, wo ich gut bin, helfe ich den anderen Menschen. Und dort, wo ich nicht so gut bin, gebe ich das zu und es wird mir von anderen geholfen. Tatsächlich zeichnet sich eine moderne Gesellschaft sogar dadurch aus, dass man sagt, man nimmt andere Menschen eben doch mit und nicht nur die Obersten können hier irgendwie überleben. Ja, also hier merkt man auch so einen Hass von Nietzsche gegen die Dummen. Ja? Jeder, der eben dümmer ist oder der dumm ist, gehört weg oder soll mir dienen. Ist vielleicht ein bisschen hart gesagt, er hat dann auch ein paar andere Aussagen, aber das ist so eine Kernaussage. Wir werden uns da bei Zarathustra noch mehr damit beschäftigen. Und er geht hier auch ganz stark gegen Tugenden, also gerade Ehre ist so eine Tugend, die ich selbst sehr fragwürdig finde. Aber ja, er hat da natürlich eine Grundlage geschaffen, die für Hitler natürlich dann auch sehr interessant war. Also, interessant, wo das Ganze herkommt, deswegen muss man es jetzt nicht glauben oder verherrlichen, davon bin ich weit entfernt. Im Gegenteil, geht er ihm schwer ins Gegenteil. Aber seine philosophischen Ansätze und wie er an Philosophie rangeht, haben mich eben extrem stark begeistert. Im zweiten Teil geht es dann um Zarathustra, beim Podcast geht es sofort weiter, auch beim Blog könnt ihr euch das durchlesen und beim YouTube-Video müsst ihr leider eine Woche warten. Liebe Sturmtrotzer, segel immer straff, falten und auf zum Horizont!